Wir sind immer noch sozusagen die guten zivilisierten Menschen, die zu den schlechten, nicht zivilisierten Menschen sozusagen gehen und denen helfen. Und ich denke, davon müssen wir uns sozusagen verabschieden. Hallo, ich bin Pedro von Draufsicht, komme aus Brasilien, wohne aber schon seit Jahren in Berlin. In Forum Brasil treffe ich mich heute mit Sabrina und ich spreche mit ihr über den Film, den wir über Entwicklungszusammenarbeiten drehen wollen. Ist ein schöner Ort hier. Ja, genau, das ist der Forum Brasil. Ich fand das sehr, sehr geeignet für unser Dreh, weil in dieser Forum es geht gerade darum, um diesen gegenseitigen kulturelle Austausch zu fördern. Ne? Und ich finde das interessant, wenn wir über Entwicklungszusammenarbeiten in Beziehung in den beiden Ländern reden wollen. Ja, wie kamst du eigentlich auf den Film? Als Brasilianer, ich bin schon mit Ungleichheit, wir sind alltäglich so konfrontiert damit. Und als ich nach Europa kam, habe ich eher so eine globale Perspektive entwickelt. Kaffee aus Brasilien. Trinkst du Kaffee aus Brasilien? Nee, das ist auch eine der Sache. Wir trinken nur die schlechte Kaffee aus Brasilien, weil die gute Kaffee kommt nach Europa. Gutes brasilianisches Kaffee müssen wir zu Importen laden. Also wir verkaufen nach Deutschland und dann kaufen unser Kaffee wieder zurück. Ja. Wie kann das sein, dass es seit 60, 70 Jahren diese Entwicklungszusammenarbeit gibt und nicht viel wenig Geld darum fließt und wieso so wenig das gebracht hat? Was läuft falsch? Werde ich dann mit Josephine Apraku reden, die viel mit dem Thema also Bildung und vor allem postkoloniale Thematik. Und ich will mit ihr besonders reden, wie zusammenhängen die Idee von Entwicklungszusammenarbeit mit der Kolonisierung. Mein Name ist Josephine Apraku, ich bin Afrika-Wissenschaftlerin und Mitgründerin des IDB, Institut für diskriminierungsfreie Bildung. Was denkst du überhaupt über das Konzept von Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit? Ich finde es grundsätzlich, ist es ein Konzept, was aus meiner Sicht zu problematisieren ist. Rein sprachlich zeigt sich das schon gut auf, und zwar setzt sich das Wort zusammen aus Entwicklung und Hilfe, nämlich einerseits der Vorstellung, es gibt sozusagen eine Entwicklung, also es gibt quasi einen roten Faden, dem zu folgen wäre, dem sozusagen alle Menschen überall auf der Welt folgen, und es gibt sozusagen einen Schlusspunkt, und diejenigen, die in der Lage sind, sozusagen Hilfe zu leisten, sind diejenigen, die diesen Schlusspunkt schon erreicht haben. Die Realität ist ja aus meiner Sicht vielschichtiger als das. Nämlich einerseits glaube ich nicht, dass es quasi eine Entwicklung gibt. Ich denke, das ist wichtig zu hinterfragen. Und dann ist, glaube ich, auch wichtig zu hinterfragen, sozusagen, in welchen Zusammenhängen diese Vorstellung von Entwicklung existiert, nämlich in kapitalistischen Zusammenhängen einerseits. Und natürlich, diese Vorstellungen existieren ja nicht seit jeher und im Vakuum, sondern das sind ganz zentral Vorstellungen, die auch aus der Kolonialzeit kommen. Und wie hängt Kolonialismus mit Entwicklungshilfe zusammen? Naja, der globale Norden und die Vorstellung dessen, wo wir angelangt sind, nämlich in der Moderne im Grunde, basiert völlig und ausschließlich auf Ausbeutung, vor allem auch des globalen Südens, auch gegenwärtig noch. Und im Grunde ist es, finde ich, ganz ähnlich wie in der Kolonialzeit auch, nämlich die Vorstellung sozusagen, dass wir diesen Auftrag haben, in dem sozusagen unser Selbstbild gar nicht angegriffen wird, nämlich wir sind modern, wir sind vermeintlich zivilisiert, wir sind nicht mehr traditionell, wir sind nicht irgendwelche Urvölker vermeintlich. Das ist die Vorstellung, die da unter anderem mitschwingt. Und mir war dann bewusst, dass vielleicht ist ein Problem von wirklich Perspektive, also ist eine sehr eurozentrische Perspektive, normalerweise diese Idee von Entwicklung überhaupt. Ja, ich habe selbst unglaublich viele Gespräche geführt in Europa mit Leuten und habe gesehen, dass es wirklich nicht klar ist, was für mich selbstverständlich ist. Also ich habe zum Beispiel ein Gespräch, das war in einer WG-Party, und dann haben wir so eine globale, also diese globale Karte vor uns. Und dann haben jemand gesagt, wie kommt darauf, dass Europa so klein ist und total und trotzdem so mächtig? Und dann ein anderer hat gesagt, ja, wir sind halt effizienter.
Und das war für mich, weil das kann nicht sein. Sie sind so, sie sind in der Uni, sie studieren Geisteswissenschaft. Also wie kann man so eine vereinfachte Antwort geben? Man ignoriert 500 Jahre von Kolonisierung oder von weiterer Globalisierung. Mhm. Und deswegen, ich glaube, das hängt zusammen. Mhm. Dieses Problem der Entwicklungszusammenarbeit mit dem Eurozentrismus. In Realität ist es so, dass auch diese vermeintlichen Entwicklungshilfeprojekte oder Zusammenarbeitsprojekte immer wirtschaftliche Interessen haben. Ja? Mhm. Wenn wir zum Beispiel an die GIZ denken, die macht sogenannte Entwicklungszusammenarbeit, aber sie sind darauf angewiesen, dass es solche Projekte gibt. Das heißt, sie sind faktisch darauf angewiesen, dass sozusagen diese vorgestellte Unterentwicklung, dass die bestehen bleibt im Grunde. Das heißt, deren Interesse kann real gar nicht sein, dass sie sogenannte Entwicklungszusammenarbeit erfolgreich und nachhaltig gestalten. Die Welt ist europäisch geworden und natürlich, die Europäer werden immer die beste Europäer sein. Nachdem man sich so viel damit beschäftigt und auch merkt, wie viele Sachen nicht funktionieren, auch Alternativen kennenzulernen. Ne? Genau. Und da gibt es auch gerade aus Südamerika total spannende Perspektiven, einfach wie man ganz, ganz anders über diese Themen nachdenken kann und es einfach überhaupt gar nichts mit Entwicklung zu tun hat. Neulich war ein Cacique aus Brasilien, von den Guarani-Kaiowa, diesem indigenen, glaube ich, dem größten indigenen Volk in Brasilien. Der war hier in Europa. Und er hat selber von sich aus Europäer dazu eingeladen, nach Brasilien zu gehen und sich die Situation anzuschauen. Und dann werden wir ja wahrscheinlich jetzt Ende August nach Brasilien fahren und ihn dort besuchen und mit den Leuten dort sprechen. Und ich fände es auch wirklich dann spannend, so rauszukriegen, was sie eigentlich über Entwicklung denken oder welche anderen Vorstellungen sie haben von Wohlstand oder von einem guten Leben. Und auch zu gucken, wie dann eine andere Art von Zusammenarbeit aussehen können. Ja. Also wie können wir irgendwie über Grenzen hinweg und über die Entfernung hinweg irgendwie was zusammen machen? Ja und so wie Forum Brasil sagt, dass ein gegenseitiger Austausch und unsere Welt ein bisschen gerechter zu machen.